Okay, jetzt geht's weiter mit dem wichtigsten Teil oder ein der wichtigen Teile, nämlich der Materialeinstellung, damit wir den Rauch dann überhaupt auch beim Rendern sehen. Ich erstelle mal eine neue Szene, damit wir hier nicht so komplizierte Einstellungen haben. Füge ein Plane hinzu und ein Domain. Setz das Ganze kurz mal auf Domain und auf den Flow. Jetzt haben wir hier unsere Standard-Raucheinstellung, wie ich euch das schon am Anfang gezeigt hatte. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf Rendern drücke, sehen wir nur schwarz. Das heißt, wir sehen gar nichts. Ich zeige euch jetzt, wie ihr erstmal die Standardeinstellung für euer Material machen könnt. Dann sieht das eigentlich schon gut aus wie Rauch. Und danach zeige ich dann euch, wie man ein gutes Feuermaterial bzw. eine Feuereinstellung machen könnt. Als erstes müsst ihr beachten, wenn ihr ein Material erstellt für euren Rauch, müsst ihr nicht euer Flow-Objekt selektieren, sondern euer Domain-Objekt. Wir gehen dann mal zu den Materialeinstellungen. Hier haben wir schon unser Standardmaterial drauf und dann gehen wir hinten auf Volume. Wenn wir Volume aktivieren, dann wird der ganze Körper, das ganze Volumen des Körpers mit so kleinen Pünktchen ausgefüllt. Wir müssen jetzt dieser Einstellung noch sagen, dass er nicht den ganzen Körper ausfüllen soll, sondern nur diesen Bereich, den auch der Smoke ausfüllt. Dazu stellen wir die Density, also die Dichte, erstmal auf 0. Das heißt, unser Objekt wäre jetzt im Grunde genommen durchsichtig. Das ist aber erstmal nicht so schlimm. Wir stellen nachher bei den Texturen noch was anderes ein, damit wir das dann wieder sehen. Bei Density Scale können wir einstellen, wie dicht das Ganze sein soll, also wie dick der Rauch sein soll. Wenn das auf 1 gestellt ist und wir das dann nachher rendern, dann sehen wir das fast gar nicht. Darum rate ich euch, stellt das schon mal ein bisschen hoch. Und auch bei Scattering können wir einen höheren Wert eingeben. Das ist sozusagen, wie viel Licht an der Oberfläche bleibt. Also sozusagen beeinflussen die beiden Werte, wie dick dann euer Rauch ist. Wenn ihr den also noch nicht so gut sehen könnt, dann erhöht einfach diese Zahl hier. Ein einfaches Punktlicht reicht erstmal völlig aus. Und jetzt gehen wir weiter zu unseren Textureinstellungen. Vorher machen wir noch zwei Sachen. Wir benennen unseren Würfel in Domain um, damit wir einfach wissen, dass das unser Domain-Objekt ist. Und unser Material nennen wir einfach mal Smoke. Dann gehen wir rüber zu den Textureinstellungen. Wir sehen, wir haben schon eine Standardtextur. Die nenne ich auch mal Smoke. Und jetzt gut beachten, weil das sind die wichtigsten Einstellungen, damit ihr dann auch den Rauch seht. Bei Typ stellen wir jetzt ein Voxel Data. Damit sagen wir jetzt sozusagen, dass dieser Bereich in diesem Volumen verwendet werden soll. Dann unter Voxel Data müssen wir jetzt einstellen, welches das Domain-Objekt überhaupt ist für diese Rauchsimulation. Dazu klicken wir hier rein und wählen unseren Würfel, also unser Domain-Objekt aus, was ich eben in Domain umgenannt hatte. So, bei Voxel Data brauchen wir weiter nichts einzustellen. Dann gehen wir zu Influence und aktivieren Density. Das ist ganz wichtig, damit wir auch die Dichte überhaupt sehen. Und wenn ich das Ganze jetzt mal hier abspiele und rendere, sehen wir, unser Rauch wird gerendert. Im Grunde genommen gar nicht so schwierig. Also neues Material erstellen, auf Volume schalten, Density auf 0, Scale und Scattering am besten ein bisschen hochstellen, dann neue Textur erstellen, die auf Voxel Data beim Typ, bei Voxel Data Domain Objekt einstellen und Influence Density aktivieren. Wenn wir jetzt hier auf Cube oder diese Flächenansicht schalten, dann sehen wir hier schon im Vorschaufenster, wie unser Rauch aussieht. Beim Cube sehen wir es, glaube ich, von der Seite und bei dieser Flächenansicht sehen wir sozusagen die Draufsicht auf unseren Smoke, also so hier ungefähr. Das ist jetzt die Grundeinstellung, die wir machen, damit wir den Rauch so sehen. Das ist eigentlich eine gute Einstellung. Jetzt kommt es eigentlich nur darauf an, wie ihr bei euren Domain und bei eurem Flow-Objekt und bei den Partikeleinstellungen euren Rauch einstellt, wie er jetzt umherfliegen soll. Wichtig ist natürlich auch die Dichte bei Density Scale. Das ist soweit das Wichtigste für die Materialeinstellung, für die Standardmaterialeinstellung. Und ja, ich denke, kommen wir jetzt zum Feuermaterial.
So, bevor wir jetzt zum Feuermaterial direkt kommen, zeige ich euch kurz was im Internet. Als erstes die Webseite mikaweb.com. Die Links tue ich auch unten in die Videobeschreibung rein. Mika ist, glaube ich, derjenige, der den Smoke Simulator entwickelt hat für Blender 2.5. Soweit ich das weiß, kann ich nicht mit Hundertprozentigkeit sagen, aber ich denke, das ist so. Und wenn wir hier mal auf der Webseite unter Tutorials gehen, Create Realistic Fire in Blender 2.5, da zeigt er, wie man dieses Feuermaterial erstellt. Auf Englisch in diesem Fall, aber hier ist gut umrahmt, was man alles einstellen soll. Und diese Feuereinstellung werde ich euch jetzt auch zeigen. Also ich habe die hiervon, die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Dann auf blenderguru.com gibt es ein cooles Tutorial, How to Create an Explosion. Da zeigt er, wie man so eine Explosion erstellt. Auch mit dem Smoke Simulator. Und für alle, die Deutsch sprechen, auf blenderdiplom.com gibt es ein Tutorial Fortgeschritten Feuershader in Blender. Da können wir mal raufgehen. Und hier gibt es die ganze Beschreibung oder eine Beschreibung. Es gibt verschiedene Arten, das Feuer zu erstellen. Hier beschreibt er auch auf Deutsch, wie man das Feuermaterial erstellt. Und ja, also da könnt ihr auch drauf gucken, wenn ihr das Feuer erstellen wollt. Bevor wir jetzt das Feuer an sich, das Material einstellen, müssen wir nochmal ein paar Einstellungen beim Flow-Objekt einstellen. Dazu füge ich mal ein neues Flow-Objekt hinzu. Wir können ja diesmal mal eine Kugel machen. Ich setze die mal ein bisschen nach unten. Setze die mal auf Smooth und gehe zu Smoke Flow. So, jetzt als erstes stellen wir mal bei den Partikeleinstellungen ein paar Sachen ein. Um wirklich cool aussehendes Feuer zu haben, stellen wir den Particle Amount ganz hoch. Je höher der Particle Amount ist, desto dichter ist, glaube ich, auch der Smoke, beziehungsweise in unserem Fall das Feuer. Es sieht einfach besser aus, wenn die Amount-Zahl ganz hoch eingestellt ist. Dann stellen wir die Lifetime auf 6 und den Random-Wert so auf 0,5. Hier können wir jetzt einstellen, wie lange das Feuer brennen soll. Ich lasse das einfach mal für die gesamte Szene aktiv. Hier stellen wir noch auf Random. Bei Velocity stellen wir 2,5 ein. Und bei Random 0,12. Das sind alles die Einstellungen, die ich von mikaweb.com habe. Und ja, also ich habe das mir jetzt nicht selber ausgedacht. So eine Anfangsgeschwindigkeit lässt das Ganze dann ein bisschen feuriger aussehen. Also es wird dann, sprießt dann mehr aus dem Objekt heraus. Und dann gehen wir hier noch zu den Fight-Rides und stellen Gravitation auf 0. Okay, das war, glaube ich, erstmal alles zu den Partikeleinstellungen. Gehen wir mal rüber zu den Physikeinstellungen. Hier aktivieren wir Initial Velocity, also die Anfangsgeschwindigkeit. Das lassen wir erstmal auf 1. Und Temp Diff stellen wir mal auf 2. Dass das ein bisschen schneller nach oben steigt. Jetzt gehen wir zu unserem Domain-Objekt, aktivieren hier Dissolve, dass es nach einer bestimmten Zeit verschwindet und erhöhen das mal auf 15 vielleicht. Wenn ich jetzt mal abspiele, sehen wir, haben wir jetzt so einen komischen Klotz, weil wir die Auflösung noch ziemlich niedrig haben. Die stellen wir dann nachher hoch. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Und nachher stellen wir dann auch, bevor wir das Ganze backen, die Auflösung und High Resolution stellen wir dann noch ein. Wir gehen jetzt aber erstmal zu den Materialeinstellungen. Ich lösche mal unser Smoke-Material und füge mal ein neues hinzu und das nenne ich mal Feuer. Hier erstmal wieder dieselben Einstellungen. Wir gehen zu Volume, stellen Density runter. Density Scale stelle ich auf 4, Scattering auf 0,5. Und bei Emission können wir jetzt sozusagen einstellen, wie stark unser Feuer leuchten soll. Und das stelle ich mal auf 6. Den Rest könnt ihr erstmal so lassen. Und jetzt gehen wir rüber zu den Textureinstellungen. Wir brauchen diesmal nicht nur eine Textur, sondern zwei Texturen. Ich füge erstmal eine hinzu, die nenne ich mal Rauch. Das ist unsere normale Grundeinstellung. Hier stelle ich auf Voxel Data. Voxel Data suche ich unser Domain-Objekt. Influence stelle ich auf Density. Und das war es auch schon hierzu. Und jetzt füge ich eine zweite Textur hin, die nenne ich mal Feuer. Stelle ich wieder auf Voxel Data
Voxel-Data stellen wir wieder unser Domain-Objekt ein. Bei Influence, ganz wichtig, aktivieren wir jetzt Emission und Emission Color. Density brauchen wir jetzt nicht aktivieren. Und hier unten bei Blend stellen wir auf Multiply. Sozusagen wird jetzt unsere Rauchebene als Grundlage verwendet und die zweite Ebene wird darauf projiziert, dass das Ganze dann so eine Feuerfarbe bekommt. So, es hat jetzt aber noch gar keine Feuerfarbe, die müssen wir nämlich jetzt einstellen. Dazu gehen wir zu Colors und aktivieren Ramp. Ramp ist so ein Farbverlauf und den stellen wir jetzt ein, dass er für das Feuer optimal ist. Als erstes fügen wir jetzt einen neuen Strich hinzu, schieben den etwas näher, klicken hier unten auf die Farbe und stellen den so auf ein helles Gelb und bei Alpha, den Alpha-Wert stellen wir auf 1, dass das Ganze nicht durchsichtig ist. Dann fügen wir einen nächsten Strich hinzu, den haben wir hier und den machen wir so ein dunkles Weinrot vielleicht, irgendwie sowas und auch den Alpha-Wert vollstellen, dass wir so einen Farbverlauf haben. Das hier ist sozusagen der Innenbereich des Feuers und das hier ist der Außenbereich des Feuers. So, ich speichere das Ganze mal, lass mal ein bisschen berechnen. So, und wenn ich das Ganze erstmal render, schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Ziemlich dicht noch alles zusammengeklebt. Das liegt jetzt, glaube ich, aber daran, dass wir noch so eine niedrige Auflösung haben. Ich mache auch einfach mal die Kugel ein bisschen größer, dass die nicht so klein ist. Und spiele nochmal den Rauch ab. Lass den mal ein bisschen berechnen. Und render das Ganze mal. Wir sehen auf jeden Fall schon mal, unsere Kugel brennt auf jeden Fall. Wir können mal zu den Welteinstellungen gehen und machen mal den Hintergrund auf ganz schwarz. Und dann gehen wir nochmal zu unseren Materialeinstellungen. Eine wichtige Sache, die ich euch noch zeigen wollte, ist, egal ob ihr jetzt Rauch oder Feuer berechnen wollt, hier unten bei Integration, bei den Materialeinstellungen vom Domain, habt ihr so eine Step Size. Und je größer die Step Size ist, desto schneller rendert euer Rauch, desto grober sieht er aber auch aus. Also ihr seht, dann hat das so eine pixelige, komisch rauschige Form. Das ist gut, um mal schnell zu gucken, wie das Ganze aussieht, um das jetzt nicht in ultra hoher Auflösung rendern zu müssen. Das rendert ganz schnell, 3 Sekunden hat das nur gedauert. Und je niedriger ihr das stellt, desto detaillierter sieht das dann aus, desto länger rendert das dann aber auch. Also wenn ihr das so niedrig habt, dann haben wir oft schon eine ziemlich extreme Rechenzeit. In unserem Fall jetzt geht das aber noch. Okay. Wir können vielleicht nochmal Texturen, das Rot ein bisschen ändern. Vielleicht ein bisschen heller. Hier oben sehen wir auch immer so eine Vorschau. Hier oben sehen wir, haben wir auch ein bisschen Rauch. Wenn wir mehr Rauch haben wollen, beziehungsweise wenn wir wollen, dass das Feuer nicht so hoch geht, müssen wir einfach das hier alles ein bisschen hier rüber schieben. Probier nochmal auszurendern und schon sehen wir, haben wir hier oben schon ein bisschen mehr Rauch. Gut, ich würde mal sagen, wir stellen jetzt mal von unserem Domain-Objekt die Division vielleicht auf 64. Das ist zwar noch nicht die allerhöchste Auflösung, wir wissen, wir können 512 machen, aber 64 braucht schon relativ lang zu berechnen. Kommt natürlich auch auf die Rechenleistung eures Computers an. Dann aktivieren wir noch Smoke High Resolution, stellen Division auf 2, hier hinten auf FTT. Und jetzt lassen wir uns das Ganze mal vielleicht für 100 Bilder berechnen, damit das nicht so lange dauert. Das nenne ich Feuer und speichere das. Ich lasse das jetzt berechnen und danach schalte ich wieder ein. Und BÄM! Was jetzt hier im Video nur wenige Sekunden gedauert hat, hat in echt so 15 bis 20 Minuten gedauert zu backen. Ich habe die Zeit natürlich gut genutzt und habe gleich noch einen Abwasch gemacht. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier, das sieht schon mal wesentlich cooler aus als nur unsere total grobe Variante. Aber bei der hohen Auflösung ruckelt das natürlich auch schon ganz schön hier im 3D-Fenster. Ich rendere das jetzt einfach mal und wir gucken, wie das aussieht. Wir sehen, das Feuer ist noch ziemlich rosa. Das soll natürlich nicht rosa sein. Darum gehen wir nochmal zu den Materialeinstellungen von der Domain. Wir gehen mal zu den
Textureinstellung und gehen mal auf die Rauchtextur. Und hier unten haben wir Influence Density aktiviert. Und wir haben hier auch bei Emission Color einen Haken drin. Den nehmen wir jetzt einfach mal raus. Und schon sehen wir, dass dieses Rosane verschwindet. Wenn ich das jetzt nochmal rendere, sieht das wirklich aus wie richtig cooles Feuer. Wir sehen, das ist noch ziemlich grob hier unten. Darum gehen wir mal zu den Materialeinstellungen und gehen hier unten bei Integration, stellen wir mal 0,01 ein. Das rendert jetzt bestimmt ein bisschen länger, aber das sieht dann auch wesentlich besser aus. So, das hat jetzt 1 Minute und 40 Sekunden gerendert. Sieht ziemlich gut aus. Und ja, jetzt haben wir so einfach, naja, mehr oder weniger einfach, diese Feuerkugel erstellt. Wir werden jetzt zum ersten Mal richtig den Composer verwenden hier in meinen Tutorials, um dem Ganzen noch so einen Glüh-Effekt zu geben, dass das ein bisschen strahlt. Das ist eine ganz einfache Einstellung, aber die zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir klicken hier oben und gehen mal zu Compositing. Und hier haben wir unseren Composer. Ich werde jetzt keine umfangreiche Erklärung zum Composer geben. Ich zeige euch einfach das, was wir jetzt hier wissen müssen. Hier unten aktivieren wir Use Nodes, dass wir jetzt Einstellungen vom Composer verwenden. Hier unten haben wir unseren Image Editor. Da können wir einfach mal auf Render Result gehen. Dann sehen wir unser gerendertes Bild. Wichtig ist, wenn ihr hier im Composer das verwenden wollt, müsst ihr das Bild einmal mit F12 rendern. So. Beim Composer ist es so, links gebt ihr euer Bild ein. Wir sehen, wenn wir hier unten Use Nodes einstellen, haben wir schon unseren Render Layer. Das gerenderte Bild sehen wir hier. Und in der Mitte können wir dann verschiedene Effekte, wie jetzt zum Beispiel unseren Glüh-Effekt hinzufügen. Und hier hinten müssen wir das dann ausgeben, dass es auch beim F12-Rendern mit beachtet wird. Okay, als erstes fügen wir einen Filter hinzu. Und zwar Glare. Und den tun wir jetzt einfach hier in die Mitte. Und wir müssen sozusagen, wenn diese beiden Teile nicht verbunden sind, nehmen wir hier das Image, also das Bild selber, ziehen mit der linken Maustaste diesen Strich raus und verbinden ihn mit Image hier unten. Wir geben sozusagen die Bilddatei von hier in diesen Glare-Effekt ein. Dann stellen wir hier oben mal auf Fog Glare, das sind so verschiedene Arten des Leuchtens, und diesen verbinden wir jetzt mit den Compositing Node. Der ist dazu da, dass das Bild dann auch wirklich so ausgegeben wird, wie wir das hier oben einstellen. Hier unten sehen wir schon, dass es anfängt zu leuchten. Wir können auch Backdrop aktivieren, dann haben wir das Bild, was wir hier im Compositing Programm bearbeiten, im Hintergrund. Und aber um das zu sehen, müssen wir zusätzlich unter Output noch ein Viewer Node hinzufügen. Der ist dazu da, damit das dann hier hinten angezeigt wird. Und da ziehen wir auch von hier das Ganze in Image rein. Und schon sehen wir, haben wir den hier im Hintergrund. Wenn ihr hier im Composer hin und her zoomt, seht ihr, passiert mit dem Bild nichts. Wenn ihr V drückt, könnt ihr das Ganze wegzoomen. Und mit Alt und V könnt ihr das Ganze näher ranzoomen. Und wenn ihr Alt gedrückt haltet und mit der mittleren Maustaste drückt, also das Rad, könnt ihr das hin und her schieben. So, dass ihr den Bildbereich gut seht, den ihr bearbeitet. Jetzt gehe ich mal hier zu den Einstellungen, den Glare-Effekt. Wir stellen hier oben den Mixwert einfach mal auf -0,2. Threshold machen wir auf 1 und Size können wir auf 8 machen. Und schon sehen wir, leuchtet unser Ball so. Im Grunde genommen ganz einfach mit dem Composer umzugehen. Hier hinten geben wir unseren Render-Layer ein. Wenn der nicht da ist, dann fügen wir den einfach unter Input hinzu, Render-Layer. Und hier können wir uns dann aussuchen, welchen Render-Layer wir eingestellt haben. Hier bei unseren Render-Einstellungen. Standardmäßig ist immer nur ein Render-Layer vorhanden. In der Mitte geben wir jetzt in diesem Fall unseren Glare-Effekt. Ich kann den auch mal abmachen hier. Und wir könnten auch zum Beispiel mal Filter Blur. Und dann gebe ich hier das Image ein und füge das Image zu Composer. Und so View. Und mit Blur können wir das Ganze unscharf machen. Wir könnten jetzt das Ganze einmal unscharf machen. Dann nehmen wir unseren Glare Node. Gehen auch von unserem Image hier rein. Wir sehen, wir können verschiedene Effekte vom selben Image nehmen.
Und jetzt füge ich mal einen weiteren Note hinzu, und zwar Color Mix. Und jetzt mixen wir einfach die beiden Teile zusammen. Das eine schiebe ich in das obere Image rein, das andere in das andere. Und jetzt verbinde ich die noch mit Compositing. Jetzt haben wir sozusagen über unseren Feuereffekt noch so einen Unschärfe-Effekt. Hier können wir auch einstellen, wie stark das sein soll. Ist jetzt vielleicht nicht mega sinnvoll, ich wollte euch einfach nur noch eine weitere Option zeigen. Und hier bei Factor, bei den Mix-Node, können wir auch einstellen, wie viel von einem Bild verwendet werden soll und wie viel von dem anderen Bild verwendet werden soll. Jetzt haben wir hier so eine leuchtende Killerkugel. Ich mache mal den Blur-Effekt nochmal weg und verbinde das hier direkt mit den Compositing-Einstellungen. Und jetzt haben wir wieder unser scharfes Feuer, was nur leuchtet. Den Mix-Node, den mache ich nochmal weg und auch den Blur-Node hier oben. Einfach anklicken und entfernen drücken. Backdrop mache ich auch mal weg. Das ist jetzt sozusagen einfach die Einstellung, die ihr braucht. Könnt ihr euch nochmal angucken. Den Render-Layer, Image-zu-Image-Glare-Effekt. Einmal im Compositing und einmal in den Viewer-Node, damit wir das hier im Backdrop haben. Gut. Wichtig ist, normalerweise ist das standardmäßig auch immer eingestellt. Bei Post-Processing, bei den Render-Einstellungen, muss Compositing aktiviert sein. Da muss ein Haken drin sein, damit auch das beim Rendern beachtet wird, was ihr hier oben eingestellt habt. Okay, ich schalte mal wieder zurück zu unserer Default-Einstellung. Wir machen wieder einen unerwarteten Sprung durch das universale Raum-Zeit-Kontinuum. Kurz gesagt, hier ist wieder der Zachi aus der Zukunft, weil kurz bevor ich das Video hochladen wollte, ist mir noch was ganz Wichtiges eingefallen, was ich euch unbedingt noch zeigen wollte in Beziehung zum Smoke Simulator. Und zwar, wie unser Rauch Schatten auf Objekte werfen kann. Ich selektiere mal unser Domain und stelle mal kurz High Resolution Smoke aus, dann können wir uns hier flüssiger bewegen. Das heißt aber nicht, dass er ganz weg ist, sondern nur, dass ich den an- und ausschalten kann hier im 3D-Fenster. Dann füge ich mal eine Plane hinzu, skaliere die ein bisschen und setze die mal hier drunter. Wichtig ist, wir brauchen jetzt natürlich eine Lampe, die wir hier auch schon in unserer Szene haben. Bei den Lampeneinstellungen muss eingestellt sein, dass unter Shadow, dass sie einen Schatten wirft, Ray Shadow. Und den Rest können wir erstmal so lassen. Und jetzt machen wir mal die Kamera ein bisschen mehr von oben. Ich drücke STRG Alt und 0, dann springen wir in diese Ansicht, wo wir gerade sind mit der Kamera. So, dann stelle ich mal High Resolution wieder ein. Und render das mal. Und wie wir sehen, sehen wir weder den Boden noch irgendwelchen Schatten. Ich glaube, den Boden sehen wir jetzt einfach nicht, weil das Licht die gesamte Domainbox als Schattenwurfobjekt nimmt und so Schatten wirft. Darum sehen wir jetzt darunter nichts. Ich gehe mal wieder zurück in unser Fenster, klicke mal unseren Boden an und ganz einfach, ihr müsst auf alle Objekte, wo euer Rauch drauf Schatten werfen soll, eine Einstellung bei den Materialien machen. Ich füge mal ein Standardmaterial auf unseren Boden. Und dann suchen wir uns hier mal die Option Shadow. Und da stellen wir einfach ein Receive Transparent. Das heißt, dieser Boden empfängt Schatten von Objekten mit Alpha-Kanal oder hier diesen Volumetric-Objekten. Ich gehe mal wieder in die Kamera und rendere das jetzt nochmal. Und schon sehen wir den Boden und auch unsere Kugel und das Feuer wirft auch richtig Schatten hier auf dem Boden. Wir sehen, die Kugel ist komplett schwarz, darum haben wir vorhin den Boden auch nicht gesehen, da das ganze Domain-Objekt einen komplett schwarzen Schatten auf den Boden geworfen hat und somit haben wir nichts gesehen. Dann wollte ich euch auch noch kurz zeigen, ich hatte einmal das Ganze gerendert, diese ganze Animation, also als einzelnes Bild sieht das Feuer so ziemlich gut aus. Gerendert sieht das jetzt hier nicht so toll aus. Ich zeige euch das hier mal. Einmal habe ich das Ganze mit Alpha-Kanal gerendert, also mit transparentem Kanal. Darum wirkt das Feuer außerhalb der Kugel so leicht, hat wenig Sättigung. Da rendert ihr das am besten ohne Alpha-Kanal. Und wir sehen hier auf der Kugel, da wirkt das ziemlich flimmerig, also es ändert sich ziemlich schnell.
Hier oben sieht das eigentlich wirklich ziemlich cool aus, aber es gibt vielleicht ein paar Einstellungen, die ihr noch ändern könnt, damit das vielleicht noch ein bisschen besser aussieht. Und ja, das zeige ich euch mal. Ich stelle mal High Resolution Smoke nochmal aus. Damit sich das Feuer nicht ganz so schnell auf der Kugel bewegt, können wir vielleicht bei den Flow-Objekt ein paar Einstellungen ändern. Vielleicht machen wir unter Velocity die Normalgeschwindigkeit und Random vielleicht ein bisschen runter. Dann können wir beim Flow-Objekt Initial Velocity vielleicht runterstellen und auch Temp-Diff vielleicht ein bisschen runterstellen, dass der Rauch sich nicht ganz so schnell hier aus dem Objekt bewegt. Ja, das ist vielleicht nur ein paar Einstellungen, wo ihr auch ein bisschen rumprobieren müsst, bis das gut aussieht. Und auch noch eine andere Einstellung beim Domain-Objekt. Müsst ihr die Dissolve, die Zeit, ein bisschen höher stellen? Ich glaube, 15 ist ein bisschen zu wenig. Vielleicht stellt das auf 20 bis 25. Dann müsste das, glaube ich, ganz gut aussehen. Das sind einfach noch ein paar Informationen, die ich euch geben wollte. Ja, okay. Dann würde ich sagen, schalten wir wieder zurück zu meinem alten Ich und dann ist das Video auch soweit fertig. Bis, bis, bis. Ja, das war's jetzt mit dem Smoke Simulator und auch mit dem Feuererstellen hier in Blender 2.5. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns, besucht uns auf unserem Kanal, empfehlt die Videos weiter. Wenn ihr eine eigene Webseite habt oder so, dann könnt ihr die Videos auch gerne da einbetten oder verlinken, wenn ihr möchtet. Besucht uns auf unserer Webseite agensasbrothers.de. Hier stellen wir immer all unsere neuen Sachen drauf und wir haben auch eine Facebook-Seite. Da zeigen wir euch auch, was wir machen und wir zeigen auch noch vieles mehr. Ihr könnt auch mal auf YouTube das Making-of zu Knubbels die Invasion angucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal gezeigt habe, aber nur so nebenbei in einem meiner Tutorials. Und ich wollte es einfach nochmal zeigen, weil das bis jetzt noch nicht so viele angeguckt haben. Und das ist auch mit Blender erstellt worden hier. Und das ist einfach ziemlich cool. Das gefällt mir eigentlich noch viel besser als der Film Knuggles die Invasion selber. Ja, schaut euch das einfach mal an, wenn euch das interessiert. Ja, gut. Das war's mit dem Smoke Simulator. Und soweit ich das jetzt sagen kann, geht's im nächsten Tutorial weiter mit dem Fluid Simulator. Da werden wir dann Flüssigkeiten erstellen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Immer schön dranbleiben, immer weitermachen, nicht aufgeben. Blender ist wirklich verdammt cool. Und ja, bis zum nächsten Mal.